So, da bin ich wieder, Leute. Und mal kurz zu sagen, ich hatte tatsächlich recht. Ich musste tatsächlich den Kampf gegen Johnny noch einmal aufnehmen. Ich musste tatsächlich nochmal gegen ihn kämpfen und habe es jetzt endlich geschafft, ihn zu besiegen, nochmal. Und wir fangen jetzt einfach mal weiter hier an der Stelle nach dem Kampf an. Millen, Johnny befahl die Zerstörung der Laboratorien. Alles wird in die Luft fliegen. Du musst raus hier. Okay. Dann nix wie raus. Ja, da mussten wir leider Bert jetzt zurücklassen. Mann. Der Brodem der Bastille hat sich verzogen. Ich sehe alles klar. Memorize, Sensen, die Leaper. Die grausamen, geheimen Experimente. Alles hängt zusammen. Ich will diese falsche Utopie zerplatzen lassen, sie zerfetzen. Ich muss den Konzeptionswürfel finden. Im Herzen von Charles Cartier-Wells Mnemopolis. Dort wird der Sensenfluch gehütet. Sicher und warm, im kobaltblauen Schein von Memorized zentralen Servern. Nichts wird mich davon abhalten. Weder die mörderischen Maschinen, noch die brabbelnden Leaper, oder der Vater, von dem ich nichts mehr weiß. Episode 7. So, da bin ich ja mal drauf gespannt. So. Lass Memorize implodieren, sodass die Welt selbst den Namen Cartier-Wells vergisst. Wenn alles vorbei ist, stoßen wir auf David an. Danke, Olga. Wow, was für eine Rekrutin. Du hättest sie früher anheuern sollen. Okay, Konzentration. Finde den Zugang zum Hauptsicherheitsposten von Nemopolis. Okay, können wir machen, Edge. Oh, die suchen nach mir. Oh Gott, ich muss rekonfigurieren. Nein, rekonstituieren. Ach, verdammt! Ich wusste es. Ich wusste es. Denke ich. Was war es? Da! Die Frau! Ich kenne sie! Sehr gefährlich! Hab sie schon mal gesehen! Nein, sie war... Stoppt sie! Stoppt sie jetzt! Da! Schnappt sie! Haltet sie auf! Schnappt sie! Los! Schnappt sie jetzt! Trace! Irre und unvernichtbar. Okay. Ich krieg immer die Besten. Ja, jetzt hat er alles. So.
Oh, wer ballert denn noch hier auf mich? So. Wow. Erstmal müssen wir den Schild hier zerstören. So. Eieiei. Jetzt ist es schon mal leichter. Habe ich getroffen? Ja, ich habe getroffen. Gut, ich will erstmal hier dieses Fliegemonster erledigen. Nein! Oh Mann, nein. Er trifft auch noch den Falschen. Ja gut, sie ist schon mal erledigt. Ich brauche Fokus. Ganz viel Fokus. Gut. Ja, gebe ich denen das erstmal eine Logikbombe in den Bauch. So. Damit werden die meisten schon mal geschwächt sein. Das ist dann schon mal eine gute Sache. Komm, Nil, los, hol die Energie wieder. Gut, so Kleines. Immer mehr Energie holen. Was, der Typ, der lebt auch noch? Im normalen Anzug. Unglaublich, was die alles aushalten. Herrgott. Aber gut, jetzt krepier erstmal. So. Wow, ich habe zum ersten Mal eine Kombination richtig getippt. Ich glaube, das war das erste Mal im Let's Play jetzt, oder? Ich bin ja nicht gerade so der Kombinationskönig. So. Okay, nehmen wir erstmal die Sensentarnung. Überlasten. Damit ist einer weg und einer übrig. So. Oh, das ging aber jetzt schnell. Nein, bitte nicht. Oh doch. Ich konnte es irgendwie riechen. Irgendwie habe ich mir doch gedacht. Ah, gut. Rost den Frieden kann ich gleich wieder einsetzen. Das ist schon mal eine gute Sache. Aber dafür brauche ich erstmal Fokus und vor allem brauche ich dafür ein gewisses Maß an Energie. Welche ich wohl jetzt vergessen kann, da ich besiegt worden bin. Sehr schön. Aber gut, wir haben ja so viele schon besiegt. Dann kriegen wir das auch schon irgendwie hin. Na gut, wir können direkt mit denen anfangen. Mit vollem Leben? Das wäre nämlich gar nicht mehr so schlecht. Oh, zwei Roste in Frieden sind hier. Ich nenne die jetzt einfach mal so, weil ich keine Ahnung habe, wie man die Dinger nennt. Ja, ist alles, was ich kann. Ich meine, ist ja auch schwierig, hier gegen euch alle zu bestehen. Oh Mann, ist das ein Gewühl hier. Das ist schlimmer als auf dem Rummel. So. So, wir können jetzt gleich Rost den Frieden einsetzen. Das ist eine gute Sache. So. Und los. Ja, oh gut. Wie viele sind getroffen? Wow. Jetzt nichts wie weg hier. So, die zwei Orangen müssen wir hier. Wow. Nee, gut gemacht, Kleines. Ey, weißer Mann. Oder weiß. Weiß irgendwie rassistisch, glaube ich. Weißer Mann sagt man ja eigentlich nicht. Oh, der ist ja weiß angezogen. So. Ich brauche noch ein bisschen Fokus, um Rost den Frieden wieder einzusetzen. Gut. So, schwächen wir den da hinten. Jetzt. Guckt mal. Ah, nein. Die Zeit ist an der Reihe abgelaufen, Mann. Okay, dann nehme ich die Sensentarnung dafür. Wow, gut. Gerade noch hingehauen. Da bin ich aber jetzt echt froh drüber, dass es gerade noch so hingehauen hat.
Oh ne, da hinten ist ja schon wieder einer. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht so in Ordnung. So. Was muss ich früher aufstehen? Glaube ich nicht. Eine Logikbombe wird euch schon zurechtstutzen. Glaubt mir. So, dich habe ich zurechtgestutzt. Dich kann ich überlasten und der gelbe Sack ist auch schon weg. Das ist doch mal ein erfolgreicher Kampf gewesen. So, jetzt fehlt nur noch Rost in Frieden da hinten. So, komm, aktiviere dich. So, nein. Doch, hat funktioniert. Jetzt dachte ich gerade schon, hätte nicht funktioniert. So, komm, Nillen. Jetzt aber. Und da ist es in die Luft geflogen. Gut. So. Nillen, finde diesen Wirrkopf und klau die Zugangsprotokolle zum Konzeptionswürfel. Die gute Nachricht ist, dieses Mal ist er zu Fuß. Und die schlechte Nachricht? Sein Gedächtnis bröckelt weg. Er ist fast schon ein Leaper. Handle schnell. Wie kriege ich ihn? Er geht rauf zum Hauptsicherheitsposten im 103. Stock. Nimm den Lastenaufzug, um ihn abzufangen. Okay, Edge. Manuelle Entriegelung aktiv. Vorsicht an der Plattformkante während der Fahrt. Geht ja ganz schön tief runter. Oh nein. Ja, mach deinen Mund zu. Habe ich deinem Kollegen auch schon letztens gesagt. Aber ihr hört ja alle so schlecht. Jo, wie müssen wir jetzt gegen den gewinnen? Okay, das ist jetzt wieder... So, ich weiß, wir müssen die Arme treffen. Wie bei dem anderen. Problem ist nur, der haut sich die jetzt nicht in den Boden. So. Wow. Ist der frech. Mann, ich sehe hier kaum was. Oh, das war wieder knapp. Warum aktiviert? Ah. So. Ich glaube, der erste Arm ist futsch, oder? Uah! So. Nein, der Regal an die... Ah, scheiße, der... Erholt sich wieder. Wow, der hat meinen Kopf. Ey, das tut weh! Ich bleib aber nicht liegen. So. Scheiße, er holt sich wieder. Ja, ist es. Noch nicht mitbekommen? So. Wow, Nillen! Was mir ja auch kleines. Ja, nein, war immer zu spät. Was soll der Scheiß bloß? So, ist der Arm jetzt endlich futsch? Immer noch nicht. Jo, jetzt ist der Arm futsch. Tut mir leid für dich. Du musst halt mit einem Arm weniger rauskommen. Ich zermalme dich mit einer Hand. Ja, ich zermalme dich auch. Und zwar mit zwei Händen und einem Fuß. Aha. Aber gut, dass Ninja zwei Füße hat. So. Wow. Hey, Freundchen, wir sind doch Freunde, oder nicht? Komm, ich programmiere dich eben um. Dann sind wir ganz dicke Freunde. Nee. Hey, das tut weh, lass mich runter. Hat der gerade Zeit für meine Mikrowelle? Ich hab keine Mikrowelle.
Also zumindest Nil hat keine. Ich habe eine Mikrowelle. Ah, das muss man mir auch sagen. So, das weiß ich ja schlecht. So. Uah, war ich aus Nil. Ja, komm, lass ihn stecken. Wie gemein. Was jetzt, kann ich den überlasten? Nee, kann ich nicht. Nein, wie sein Kollege. Jetzt kann ich ihn überlasten. Habt ihr gesehen? Jetzt steht er überlasten. Ey, wo ich gerade abkratz. Was soll der Schrott? Ist ja so, das finde ich immer wieder irgendwie gemein. Aber das ist ja auch das Spannende irgendwie an so einem Spiel. Aber man kann es auch als Entwickler, glaube ich, manchmal in manchen Spielen übertreiben, finde ich. Kommt ja auch immer wieder drauf an, was man hat. Hat man ein Horrorspiel oder hat man jetzt halt hier so ein Spiel? Hat man einen Ego-Shooter? Da muss man natürlich immer abwägen, was ist besser, was ist schlechter. Und hier finde ich schon ein bisschen was. Guck mal, der hat schon einen Arm weggegeben. Jetzt muss ich wieder gegen den antreten, dass er zwei Arme hat. Und die hätten das erwähnt so programmieren können, als ich jetzt gegen den mit einem Arm wieder antrete. Aber gut. Da kriegen wir auch schon irgendwie gewonnen. Wir geben eben nie auf, nicht wahr, Nillen? Wow, der wirft nach mir. Nein, das tut weh. Ey, der hat wohl aus dem letzten Kampf nichts was zugelernt. Lacht er mich aus. Wow. Ich hatte so das Gefühl, meine Attacke wirkt da nicht mehr. Okay. Wow, Nil. Pass auf, Kleines. Mein Bett? Mein Bett ist bei mir zu Hause. Und deins? So. Jetzt aber. So. Ja, lass dein Ärmchen stecken im Boden. Ich frage mich eh, wie kriegt der das bloß in den Boden reingesteckt? Ich meine, das hier ist ja nicht gerade eben Sand oder so. Ja, wir haben es kapiert. Ich zermal mir dich mit einem Fuß. Aha. So. Wow, pass mir auf, Nillen! Nillen, Kleines, immer schön aufpassen. So. Wow, gut ausgerichtet, Nillen. So. Nein, der hat mich wieder in seiner Gefangenschaft. Nein. Fuck. Nein, hat nichts funktioniert von dem. Okay, Sensendoss. Ey, mein Sensendoss geht noch. Komm, komm. Ja, hat funktioniert. Ja, er muss seinen Arm stecken. So, jetzt wieder der Schrott. Ach nee, die Kanone. Ich vergaß. Ja, finde ich auch. Steh doch auf, du bescheuerte Nillen! Nein! Ich glaub's ja nicht. Was tust du mir da an, Nillen? Was tust du mir da an, Kleines? Na gut, Leute. Wir werden uns im nächsten Part wiedersehen. Bis gleich.